Willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls Remastered Dragon Run. Im letzten Part habe ich gesagt, wir gehen zu den Katakomben und zu der an den Abwasser Gedings. Hier entlang. Ja, Schnitt. So. Dominik. Seichter Übergang. Sag mal, wie kam man noch mal zu der Dingens? Ich bin gerade etwas, ich glaube, wir müssen hier entlang. Ich habe aber das Gefühl, warum bin ich hier entlang gelaufen eigentlich, wenn ich eigentlich schon einen leichteren Weg hätte suchen können? War es hier? Ja. So. Und auf zum Dingens. Wo war das? Brauchen wir zwar nicht, aber scheiß drauf. gehen wir hier? Warte mal. Scheiße, wir können die gar nicht töten, ne? Holy shit. Warum macht das denn so viel Damage? Also Blutverlust. Boah, bist du... Wer auch immer damit Pfeilen schießt. Hier ist noch ein Hund. Da. Cool. Dass ich hier die Liebeskleidung bekomme, die eh unnötig ist. So.
Wieso habe ich das Gefühl, man sollte eigentlich hier entlang gehen können? Hallo. Nein, ich will das kaufen. Und dann will ich weiße Giftpfeiler. Nee. Ah, ich kann keinen Wanderflug kaufen, okay. Wir können gar nicht an Feuerbandschrein rasten. Ist mir gerade mal eingefallen. Wir müssen zu André hin. Um dann hier unten hingehen zu können, ist das dämlich. 2000 Jahre später. Boah, wie ich die Hunde hasse hier in diesem Spiel. Boah, meine Fresse. Auf in die Katakomben. Ich soll jetzt das gucken, ob überhaupt die Aufnahme läuft. So. Mir fällt gerade ein, ich müsste Dark Souls 2, wenn ich es spielen möchte, auf wenn ich Dark Souls 2 spielen möchte, müsste ich das auf dem Dingen spielen. So. Große Blut.
Ich meine hier, wenn wir hier unten runterfallen, dann droppen wir da, wo die große Ratte ist. Guck mal, wie die zuckt, wenn sie atmet. Ich meine, dadurch können wir auch die Dingens abkürzen. Den Weg durch die Katakomben an sich. Holy shit. Hey, das wollte ich das haben. Hey, das war mein Plan gewesen. Schon die ganze Zeit. Oh shit, stimmt. Was? Hey. Meine Fresse. Guck mal, jetzt sehen wir doch noch ein paar NPCs, die wir noch nie getroffen haben. Kirk. Die Ratte ist klein. Wo mussten wir entlang nochmal? Was? Was hier? Die Ratte ist durch den Boden gefallen. Ja, war das. Wir mussten hier entlang. Warte mal, wir haben gar nicht den Zauberer getötet, ne? Okay, wie kommt man zu denen hin? Was hier? Oh ja. Okay. Ich meine, hier in dieser Box war immer ein Jumpscare drin. Wenn man an der vorbeigelaufen ist. Aber ich kann mich auch irren. Aber ich meine, ich lag richtig. Wäre schon cool gewesen. Was mich interessiert. Na, schade. So. So. Das müsste der Zauberraum ganz oben gewesen sein. Dann können wir jetzt hier entlang gehen. Ich meine, dass Luna mir mal erzählt hatte,
dass man hier irgendwo das Zeichen von Artorias finden kann. Ich meine aber nur. Sie sagte aber auch, dass es sei versteckt gewesen. Aber ich würde schon gerne... Aber ich meine mich nur daran zu erinnern, dass sie das gesagt hatte. Dass man hier irgendwie das Zeichen von Artorias finden kann. Also das Rufsymbol irgendwie. Aber wie es aussieht, findet man... Ist das wahrscheinlich nicht... Also entweder muss man dafür das DC durchgespielt haben und Artorias besiegt haben. Oder es ist auf einer anderen Etage hier. Da habe ich was gesehen. Oh! Wer ist denn da? Was? Dich kann man hier beschwören? Cool. Schwere Armbrust. Oh! Ja, Mr. Pew Pew können wir jetzt hier beschwören. Cool, okay. Da haben wir wenigstens so leer. Solaire von Astora. Obwohl wir mit denen gar nicht geredet haben. So. Servus, Gaping Dragon. Ich weiß nicht warum, aber ich mag den Gaping Dragon. Aber er fokussiert sich auf Solaire, also können wir ja das hier machen. Wieder nicht trifft. Ja! Und da haben wir so leer verloren. Kurz bevor er gestorben ist, hat er einen Pew abgefeuert. So. Geduld, meine Freunde, Geduld. So. Holy shit, der macht schon Schaden. Es wäre schön, wenn er sich ausklappen würde. Kannst du dich bitte wieder ausklappen? Danke. So, und jetzt rutsch nach vorne. Und Scheiße.
So ist es gut. So ist es schön. Geduld. Holy shit, das habe ich ja noch nie gesehen. Noch, also nicht wirklich. Oh, guck mal da. Soldatenrüstung. So. Wir hätten theoretisch, glaube ich, noch einmal noch draufhauen können. Oh, da wollte er mit seinem Stummel zuschlagen. So. Zur Seite gehen. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass Luna damals mal gesagt hat, ja, der Gaping Dragon, der sieht voll lustig aus. Und ich denke mir so, jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, er sieht eher cool aus eigentlich, anstatt als lustig. Also er sieht überaus interessant aus eigentlich eher. Ja, das ist ein Horrorspiel, dann wäre er eigentlich ein guter Horrorboss eigentlich so gewesen. Oder was denkt ihr, er ist doch... Voll knuffig, wollte ich jetzt sagen. Er ist doch voll knuffig. Schau den euch an. Sein kleinen Kopf, den er hat. Warte mal. Hä? Hier etwa? Ja. So. Dann ist Schandstadt auch offen. Obwohl wir eigentlich nicht nach Schandstadt müssen. Arschloch. Wir müssen eigentlich nicht nach Schandstadt. Eigentlich müssen wir woanders hin. Wir können theoretisch die Worte schlagen. Oder hat geschlagen. Können eigentlich theoretisch nach Analondo, oder? Jetzt können wir nach Analondo gehen. Aufsteigen. Leben. Kondition. Bisschen meinen Kopf kratzen. Und jetzt raus hier. Warum kann ich die dann nur in der Mitte anvisieren? Konnte ich nur die in der Mitte anvisieren? Da ist einer oben.
Hallo? Is anybody in view? In here? Da. Ne, da. So. So, fertig. Ist hier noch irgendwas? Wisst ihr, was eigentlich eine coole Mimik wäre? Eine Kistenmimik. Wenn ihr versteht, was ich meine. Eine Mimik in Form einer Kiste. Also in Form einer. Nicht. Ihr wisst, was ich meine. Nicht die Art von Kiste, die ihr denkt, sondern wie sagt man das? Die Kisten, die hier rumstehen. Zum Beispiel ein Fass oder sowas. Die Kisten. So eine Mimik wäre ganz cool. Das heißt, wenn du gegen eine Kiste, weil da musst du aufpassen, gegen welche Kiste du rollst. Irgendwie, und das wäre, ich weiß, es wäre irgendwie fies, aber es wäre irgendwie auch cool. Huh. Da will ich mich mal heilen und dann spucke ich Feuer. Wenn ich Feuer spucken will, heile ich mich. Das ist die Drachen-Experience, die wir haben wollen. Die können jetzt nach Anolondo. Weil jetzt habe ich auch keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Oh, stimmt, wir wollten noch. Nee, wir wollten erst das Herrscher. Warte mal, wollten wir jetzt zuerst das Herrschergefäß holen? Oder wollten wir zuerst. Hör du mich auf. Die sind alle. Wir sind schon hier. Aber wir hauen ab. Oh, der Dingens ist weg. Wir wollten Sif töten, damit wir den so früh wie möglich tot haben, um den Abyss Walker zu bekommen. Also einen Abgrundsring. Damit wir ja die Four Kings so früh wie möglich machen könnten. Aber wie gesagt, wir brauchen halt den Dingens. Das Herrschergefäß halt, um den Schlüssel zu bekommen. Das heißt, wir müssen zuerst nach Anor Londo gehen. Und dann können wir wirklich die anderen Sachen machen. Also wir brauchen das Herrschergefäß auf jeden Fall, aber wir müssen das nicht abgeben, weil sobald wir das Herrschergefäß haben, können wir uns teleportieren. So. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.